Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Ein Doppelhaushalt, wie er so wunderschön in die Bücherregale der Regierung passt, eingereiht in die Abteilung Lyrik. Doch sollte das nicht im Regal Fachbuch stehen? Dieser Haushalt ist eher geprägt von Vers- und Reimform und nicht so sehr auf Fakten basiert. Ich verweise nur auf das Thema Glaskugel. Ich habe sie jetzt noch nicht entdeckt, wo die Finanzministerin sie hat, dass sie so einen Haushalt aufstellen kann. Aber lassen wir das. Der Vergleich mit der Literatur nimmt kein Ende. Es geht nämlich noch in Richtung Romantasy, nämlich das Ganze gleich auf 2 Jahre festzuzonen. Dem Reich der Fantasie sei Dank oder eben einer funktionierenden Glaskugel entsprechend, die ich noch nicht kenne. Ich bin gespannt, wo die steht. Herr Minister Beermann, Sie haben uns im Einzelplan 11 schon im Ausschuss mit Kernbotschaften überhäuft. Zum Beispiel Sicherung einer hohen Investitionsquote trotz oder gerade und wegen auch der aktuellen Konsolidierungszwänge im Haushalt unabdingbar. Umsetzung von Vereinbarungen des Koalitionsvertrages wie Stärkung der Städtebauförderung und Wohnbauoffensive, mehr Verkehrsleistungen im SPNV und ÖPNV von dem neuen Netz, was jetzt vor ein paar Tagen in Betrieb gegangen ist, wurde uns schon 1,5 Jahre lang gebetsmühlenartig gepredigt. Hohes Investitionsvolumen in den SPNV, ÖPNV, Straßen und Radwege. Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten beim Ministerium selbst, beim Landesbetrieb Straßenwesen und so weiter und so weiter. Also wir wurden überhäuft. Sind wir jetzt doch im Regal Märchen angekommen? Schauen wir doch auch mal ausnahmsweise, was die Fakten sagen. Wenn wir die Ausgaben des Haushalts von 2021 als Index zugrunde legen würden, werter Herr Minister, eine Aufgabenerhöhung würde dann von 3,8% in 2023 und für 2024 noch einmal von 4,9% herauskommen. Und das ist aber, wie Sie wissen, nicht einmal, auch nicht ansatzweise, der Ausgleich für die 10% Inflation, die wir jetzt schon seit fast einem Jahr haben. Und der Baupreisindex ist inzwischen um fast 30% am Markt gestiegen. Das heißt, man sieht, die Ansätze, die hier geplant sind, sind in keinster Weise auch nur minimal hinreichend, um wenigstens den Status quo zu sichern. Gleichzeitig stellen Sie sich eben hin und reden von einer Wohnraumoffensive. Am 4. März schon diesen Jahres verkündeten Sie, dass im Jahr 2021 165 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln für die Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt wurden. Damit wurde jetzt mit dem Haushalt nicht einmal die Höhe von 2020, nämlich 175 Millionen, erreicht. Und da haben Sie eine Förderung von 170 Millionen allein aus Landesmitteln getragen. Diese schmolzen Sie jetzt ab auf 110 Millionen. Wenn Sie das als aktive Unterstützung unserer Städte und Gemeinden bei einer Wohnraumoffensive sehen, frage ich mich, was Sie dann unter Kürzungen verstehen, die ja sicher auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Also wer unter diesen Vorzeichen Ihre Unterstützung für bare Münze nimmt, der glaubt auch, dass in Berlin nach den Neuwahlen des Abgeordnetenhauses eine grüne Bürgermeisterin von Berlin den dann CDU-geführten Verkehrssenat den Rückbau von Pop-up-Radwegen anweist. Aber lassen wir die Ironie beiseite. Im Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung behandelten wir 63 Änderungsanträge und sie lehnten sich zurück. Die waren tatsächlich nicht alle von uns. Wir machten Sie da aber darauf aufmerksam, dass Sie für ein Mindestmaß an Instandhaltung unserer Infrastruktur mindestens mit 15 Millionen Euro per annum für die betrieblichen Vorgänge im Landesbetrieb Straßenwesen verantwortlich sind und dass wir das fordern und per Antrag vorgelegt haben, damit wir dort wenigstens auf bescheidene 45,8 Millionen kommen. Vor allem die substanzerhaltenden Maßnahmen sind die Voraussetzung dafür, dass das brandenburgische Straßennetz und die landeseigenen Brücken insoweit gepflegt werden, dass ein verschleißbedingter Totalausfall so lange wie möglich hinausgeschoben werden kann. Denn die Gesamtlebensdauer von Brücken und Straßen ist maßgeblich davon abhängig, dass regelmäßig und in kleinen zeitlichen Intervallen Instandhaltungs- und kleine Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine Nichtumsetzung, werte Kollegen, die noch da sind, aber alle nicht zuhören, die Nichtumsetzung dieser Maßnahmen führt zwar zu kurzfristigen Einsparerfolgen, langfristig ist diese Strategie aber durch die kürzere Lebensdauer der Infrastruktur unwirtschaftlich. In diesem Bereich zusätzlich einzusetzende Mittel sind daher eine notwendige und effiziente Investition in die Zukunft.
Um den Landesbetrieb zumindest personell und finanziell in die Lage zu versetzen, sich dem enormen Investitionsstau in diesem Bereich entgegenzustellen, sollten mindestens zusätzliche 20 Stellen für Planer geschaffen werden, haben wir übrigens bei den Haushaltsberatungen im letzten und im vorletzten Jahr schon gefordert, und zusätzlich 15 Millionen eingestellt werden, damit das auch umgesetzt werden kann. Diese zusätzlichen Mittel dienen, wie gesagt, als substanzerhaltende Maßnahmen. Darüber hinaus sind aufgrund der Teuerungsrate von fast 20% im Baubereich, im Straßenbau, von mindestens insgesamt 100 Millionen für den Ausbau, also der Sanierung von Brücken und Straßen einzustellen. Ich glaube, wir haben aktuell 72 Millionen, die quasi eingefroren sind unter völliger Ignoranz der Baupreissteigerung und der inflationären Entwicklung. Ja, dieser Änderungsantrag liegt Ihnen vor, für die Haushalte 23 und 24 entsprechend mehr einzuplanen, damit wir wenigstens einigermaßen unsere Landesinfrastruktur, was Straßen und Brücken angeht, natürlich auch Radwege, erhalten können, dass wenigstens der Status quo erhalten bleibt. Denn nach der Kleinen Anfrage, die schon erwähnt wurde, haben wir von 1560 Brücken mindestens 440, die dringend saniert und erneuert werden müssen. Von 5680 Kilometer Landesstraßen sind nach der netzweiten Zustandserfassung die Fahrbahnoberflächen als nicht ausreichend dokumentiert und müssen dringend instand gesetzt werden. Das sind offizielle Zahlen. Oder erweitert oder erneuert werden. Hier kommt allerdings noch erschwerend hinzu, dass diese Zustandserfassung nur alle 5 Jahre erfolgt und die eben vorgetragenen Daten der Zustand von Ende 2018 beziehungsweise 2019 ist. Wir müssen also davon ausgehen, dass inzwischen noch erheblich mehr solche Straßen in katastrophalem Zustand sind, die dringend einer Sanierung bedürfen. Neben dem Investitionsstau bei den landeseigenen Brücken und Straßen leiden aber auch die Kommunen an den stetig steigenden Kosten im Baubereich, die ich schon angesprochen habe, und einer über Jahre hinweg vernachlässigten Infrastruktur. Denn das kommunale Straßennetz beläuft sich auf ungefähr 26.200 Kilometer in unserem Land, von denen nach Aussagen des Instituts für Urbanistik ca. 40% nicht mehr den gesetzlichen Standards entsprechen. Vor allem finanzschwache Kommunen sind seit Jahren nicht mehr in der Lage, ihre Brücken und Straßen im ordentlichen Zustand zu versetzen oder zu halten. Hinzu kommt noch der zunehmende Güterverkehr, Schwerlastverkehr mit immer schweren LKWs, die natürlich auch die kommunalen Straßen belasten und die Brücken in die Situation bringen, dass wir zunehmend mit punktuellen Totalausfällen in diesem Bereich zu rechnen haben. Was das wirtschaftlich zur Folge hat, habe ich hier öfter schon vorgetragen, das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Der Investitionsbedarf an kommunalen Straßennetz wird auf 4,5 Milliarden Euro geschätzt. Da diese Summe von den Kommunen allein auch längerfristig nicht aufzubringen ist, sind sie hierfür auf Landeszuweisung angewiesen. Und da frage ich Sie, Frau Walter-Mundt, Weichen für die Zukunft gestellt, haben Sie gesagt? Offensichtlich haben Sie die Weichen nicht mal dafür gestellt, um die Substanz zu erhalten. Also von Zukunft kann man hier wirklich nicht reden. Zur Sicherung des Gesamtverkehrsnetzes sind daher die Ansätze zur Förderung kommunaler Investitionen für den Straßen- und Brückenbau ebenfalls einer unserer Änderungsanträge wenigstens um 50 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen. Auch das wird die eben geschilderte Situation, Notlagensituation bei dieser Infrastruktur noch nicht ausreichend unterstützen können. Das ist ein kleiner Einstieg, aber ich denke, wir alle sollten den selbstverständlich unterstützen, weil niemand will sicher einem weiteren Verfall der Straßen und Brücken zusehen. Damit ländliche Strukturen nicht vollständig abgehängt werden, wurde 2021 770.000 Euro, also für diesen Haushalt ein relativ kleiner Betrag, im Rahmen innovativer Mobilitätsprojekte über die sogenannte Richtlinie InnoMob finanziell unterlegt, die jetzt auf Null gesetzt wird. Und das, lieber Herr Rüther, der jetzt draußen ist, haben Sie uns vorhin Selbstloborgie natürlich verschwiegen, dass diese Richtlinie jetzt ausgesetzt wird und nicht mehr finanziert ist. Das war jedoch, und diese Richtlinie und diese Mobilitätsprojekte waren gerade die einzigen und sehr erfolgversprechenden Ansätze für Modellprojekte, nämlich zur Neugestaltung der Mobilität in ländlichen Räumen und geben damit den entscheidenden und wichtigen Anstoß für eine Neuorganisation dort vor Ort. Beispielsweise auch das von Ihnen, Herr Rüther, angesprochene Dalibus-Projekt im Landkreis Oder-Spree, in dessen Kreistag ich seit 2008 sitze,
Das übrigens zwar vom Kreistag mit dieser Linie und diesen Fördermitteln im letzten Jahr beschlossen und aufgebaut wurde, was jetzt aber leider eingestellt werden müsste, wenn wir im Kreistag nicht die Entscheidung getroffen hätten, es vollständig weiter aus Kreismitteln zu finanzieren und auszubauen. Und ich sage Ihnen jetzt auch, warum das so wichtig ist, weil damit die Möglichkeit besteht, den ÖPNV flächendeckend im ländlichen Raum so zu organisieren mit den ÖPNV on Demand, wie es so schön heißt. Und das funktioniert auch sehr gut. Es wurde im Raum Storkow angenommen, wird jetzt ausgeweitet auf die Region Bad Saarow. Und ich hoffe, dass wir mittelfristig den gesamten kommunalen ÖPNV im Landkreis auf solch ein System umstellen können. Herr Abgeordneter Dr. Zeschmer, lassen Sie eine Zwischenfrage dazu. Nein, danke. Dazu. Nein. So. Das Problem an der Geschichte ist eben, wie gesagt, hier werden keine Mittel mehr bereitgestellt. Wir haben jetzt in die Situation, dass in anderen Landkreisen ähnliche Modellprojekte eingestellt werden müssen, weil Sie diese Förderung auf Null gesetzt haben. Da sage ich auch noch mal, wo wird hier die Zukunft, die Weichen für die Zukunft gestellt, Frau Walter-Mund? Offensichtlich werden genau da, wo die Weichen für die Zukunft gestellt werden, nämlich solchen innovativen Modellprojekten, wird der Geldhahn zugedreht, und zwar viel zu früh, bevor es in die flächendeckende Umsetzung kommt. Deswegen sagen wir, werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns endlich unsere Infrastruktur, das hatte ich ausgeführt, aber auch unseren kommunalen ÖPNV retten, solange er noch da ist. Darüber hinaus sind die Akzente, die dieser Doppelhaushalt bei der Umsetzung einer wie auch immer gearteten Verkehrswende in Anführungsstrichen setzt, kaum erkennbar, geradezu erschreckend, weil eigentlich gar nicht vorhanden. Und dann kommen wir ein schönes Beispiel. Die Koalitionsfraktionen führten dazu aus, die Förderung von Radverkehrsinfrastruktur und eines smarten ÖPNV-Angebots seien für alle Menschen in Brandenburg elementar. Zitat dazu aus dem mit dem Doppelhaushalt 2023/24 werden weitere Schritte in dieser Richtung ermöglicht. Zitat Ende. Hört, hört. Ein Blick in den Haushaltsentwurf zeigt, dass dort ursprünglich stand Förderung des Radverkehrs 0 Euro. Das ist deswegen so spannend, weil direkt im Haushalt bei der Einleitung für die Titelgruppe 70 steht, Zitat, dabei leistet er, also der Radverkehr, wie kein anderer Verkehrsträger einen wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung, zur Ressourcenschonung und zur Revitalisierung der Städte. Die nachhaltigen Effekte des Radverkehrs auf die Gesundheit und die vorgenannten Aspekte machen ihn zu einem, jetzt kommt's, vorrangigen verkehrspolitischen Anliegen. Zitat Ende. Also im Klartext, für den wichtigsten Verkehrsträger für die sogenannte Verkehrswende stellt die Landesregierung in ihrem ursprünglichen Haushaltsentwurf 0 Euro bereit. Wo sind hier dann, Frau Walter-Mund, die Weichen für die Zukunft gestellt worden? Das kann ich hier nicht so richtig erkennen. Und ich gebe zu, ja, wenn die Koalitionsfraktionen nicht aufgewacht wären in den Haushaltsberatungen, dann würde da immer noch null stehen. Jetzt ist ein paar Euro eingestellt worden, aber auch immer wieder der Hinweis darauf, dass man sich möglichst auf Bundesmittel verlassen wollte. Also kann ich nur noch mal festhalten, die Verkehrswende, die Sie propagandistisch nach vorne stellen, ist schon gescheitert. Die Grünen haben selbst vor der Verkehrswende kapituliert. Der CDU-Verkehrsminister hat sie torpediert, siehe RB 63. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Danke.